Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Eine pompöse Eröffnungsfeier soll es am Abend werden, wenn in London der Startschuss für die 30. Olympischen Sommerspiele fällt. In etwa 2 Stunden ist es soweit. Auf den Straßen herrschte heute ausgelassene Stimmung, als die Fackel noch einmal durch die britische Hauptstadt getragen wurde. Bis zum 12. August kämpfen Athleten aus mehr als 200 Ländern um die Medaillen. Deutschland ist mit fast 400 Sportlern bei den Spielen vertreten. Sie lassen die Glocken für Olympia klingen. Die Aktion läutet am Morgen auf der Themse die Spiele ein. Ausgerechnet Olympiaminister Hunt hat zu viel Schwung. Oh meine Güte, ruft er erschrocken, ein schrecklicher Moment. Doch niemand ist verletzt und die Freude ist ungebrochen. Die olympische Flamme fährt pannenfrei auf der royalen Barkasse Gloriana. An der Tower Bridge macht sie Halt vor dem Einzug ins Stadion am Abend. London im Zeichen von Olympia. Wir sind bereit, sagt der Chef im gläsernen Rathaus. Klopfen wir auf Holz, unser Verkehrssystem arbeitet. Die Leute gleiten durch Heathrow wie ein Messer durch Butter. Natürlich werden sie anständig durchsucht. Die Sicherheit ist die größte Sorge. 18.000 Soldaten schützen die Spiele. Die Welt schaut auf London. Das ist auch Natascha Keller sehr bewusst. Die Hockeyspielerin trägt die Fahne für Deutschland ins Stadion. Das ist schon was ganz Besonderes und das merke ich vor allen Dingen auch in meinem Umfeld, wie viel Freude da ist und wie viel Gratulation und wie alle aus dem Häuschen sind und sich mitfreuen und heute Abend vorm Fernseher sitzen in Deutschland und da mitfiebern und mir viel Glück wünschen. Bundespräsident Gauck sieht in London zu. Hier ist er auf dem Weg zur Königin. Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche Spiele, sagt die Queen beim Empfang für die Ehrengäste. Sie wird Olympia später offiziell eröffnen. Auf einen Erfolg hoffen die Organisatoren auch für sich selbst. Die Zuschauer strömen ins Stadion. In etwa 2 Stunden startet die Show für London 2012. Und jetzt zu meiner Kollegin Annette Dittert mit Eindrücken vom Olympiagelände. Das Stadiongelände hier hinter mir füllt sich, die Spannung steigt. Man hat es tatsächlich geschafft, die Stars und Inhalte der Eröffnungsshow bis zur letzten Minute geheim zu halten. Völlig offen ist so auch noch, wer hier gleich als letzter Fackelträger das olympische Feuer anzünden wird. Die Wettbüros setzen auf britische prominente Olympialegenden, David Beckham, aber auch Prinz William ist noch im Rennen. Nach 7 Jahren Vorbereitung steht London nun organisatorisch wie sicherheitstechnisch vor seiner größten Herausforderung in Friedenszeiten. Boris Johnson, der leicht exzentrische Bürgermeister, wird nicht müde zu wiederholen, dass die großartigste Stadt der Welt das mühelos meistern werde. Man kann London nur wünschen, dass er recht behalten wird. Zurück nach Hamburg. Der Präsident der Europäischen Zentralbank Draghi hat mit Äußerungen gestern zur Eurokrise eine Debatte über den Ankauf von Anleihen aus Krisenländern in Gang gesetzt. Die Bundesregierung äußerte sich im Gegensatz zu früherer Kritik heute zurückhaltend zu einer solchen Strategie. Die Bundesbank warnte vor einem Ankauf von Staatsanleihen. Befürchtet wird unter anderem, dass das Inflationsrisiko steigen könnte. Erst war die Börse in Wartestellung, dann am Ende des Handelstages stiegen die Kurse deutlich an. Vorschuss auf Gerüchte, dass nach Schließung der Börsen die Europäische Zentralbank Staatsanleihen von Spanien und Italien aufkauft. EZB-Präsident Draghi hatte das schon gestern indirekt angekündigt. Und in diese Richtung gingen auch Äußerungen des französischen Finanzministers Moscovici. Er sagte, ich vertraue darauf, dass Herr Draghi genau das tun wird, was nötig ist. Das heißt, so zu handeln, dass die Märkte beruhigt werden und es eine Entspannung bei den Zinssätzen für Spanien und für Italien geben kann. Offenbar gaben bereits Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Hollande grünes Licht für ein Eingreifen der EZB. Nach einem Telefonat am Mittag erklärten sie, Deutschland und Frankreich sind der Integrität der Eurozone zutiefst verpflichtet. Sie sind entschlossen, alles zu tun, um die Eurozone zu schützen. Bereits in den letzten Jahren hatte die EZB Staatsanleihen aufgekauft, um die Zinsen für Euro-Krisenländer am Kapitalmarkt zu senken. Allerdings nur mit kurzfristigem Effekt. Haushaltspolitiker von Union und SPD sind aber auch skeptisch, weil es so zu einer Vergemeinschaftung der Schulden komme. Wir legen großen Wert darauf, dass die EZB nicht in großem Stile Schulden anderer Staaten aufkauft und das ohne jegliche demokratische Kontrolle.
Das bedeutet letztendlich eine Staatsfinanzierung, direkt oder indirekt, ohne dass es Auflagen gibt. Und deswegen finde ich, ist das ein sehr kritischer Punkt. Sollte die Europäische Zentralbank mit dem Aufkauf von Staatsanleihen beginnen, so würde das die Märkte sicher erstmal beruhigen. Und die Europäische Zentralbank verschafft so der Eurozone auch noch Zeit bis zum 12. September. Falls dann das deutsche Verfassungsgericht dem neuen Euro-Rettungsschirm ESM zustimmt, können auch wieder auf diesem Weg Hilfen mit Auflagen an die Euro-Krisenländer gewährt werden. In der Euro-Schuldenkrise wird der internationale Druck auf Griechenland immer stärker. Die Kontrolleure von EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds drängten Ministerpräsident Samaras heute, geplante Reformen endlich umzusetzen. Das Treffen in Athen endete aber ohne Ergebnisse. Die Troika überprüft derzeit die Sparpolitik Griechenlands. Die EU-Kommission hat unterdessen staatliche Finanzspritzen für die 4 größten griechischen Banken vorläufig gebilligt. Sie müssen aber noch Sanierungspläne vorlegen. In Spanien wirkt sich die Wirtschaftskrise immer stärker am Arbeitsmarkt aus. 5,7 Millionen Menschen waren nach Angaben des Nationalen Statistikamtes Ende Juni ohne Job, so viele wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Arbeitslosenquote kletterte auf 24,6%. Besonders stark betroffen bleiben junge Leute. Im Syrien-Konflikt konzentriert sich der Machtkampf zwischen Regierung und Aufständischen zunehmend auf die Stadt Aleppo im Nordwesten des Landes. Die Armee zieht offenbar immer mehr Soldaten und schweres Militärgerät vor den Toren der Stadt zusammen, die zurzeit weitgehend von Rebellen gehalten wird. Die internationale Gemeinschaft reagierte besorgt. Die USA und Frankreich sprachen von einem drohenden Massaker in der Millionenmetropole. Heute nach dem Freitagsgebet in Aleppo. Die Menschen feiern und demonstrieren auf den Straßen, so als hätte das Assad-Regime schon seinen Schrecken verloren. Die Aufständischen geben sich siegessicher. Nach tagelangen Kämpfen haben sie etliche Stadtteile erobert. Jetzt führen sie ihre Gefangenen vor. Soldaten, Offiziere und Mitglieder der berüchtigten Schabia-Milizen. Dieser Gefangene bestätigt, dass er zur Schabia gehört, nennt den Namen und den Ort, wo er verhaftet wurde. Beinahe zeitgleich konzentrieren sich die Regierungstruppen vor Aleppo, führen Panzer, Bilder aus Daraa und Hubschrauber heran. Alles sieht danach aus, als ob das Assad-Regime in Aleppo eine Entscheidungsschlacht mit den Rebellen vorbereitet. Die Mutter aller Schlachten, wie es eine Regierungszeitung preist. Bis zum Bürgerkrieg stand Aleppo immer fest an der Seite Assads. Eine alte Handelsstadt, Weltkulturerbe, das Wirtschaftszentrum des Landes, vor allem für landwirtschaftliche Produkte. Je mehr Gewalt und Sanktionen die Wirtschaft lähmen, umso weniger Menschen hier glauben noch an eine Zukunft mit Assad. Auch der scheidende Leiter der UN-Mission, der norwegische General Robert Muth, sagt das Ende des Regimes voraus. Man kann sich kein zukünftiges Syrien vorstellen, in dem die heutige Regierung an der Macht bleibt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das Regime zusammenbricht. Allerdings, da dürfe man sich nichts vormachen, müsse das seiner Meinung nach noch nicht das Ende des Bürgerkriegs in Syrien bedeuten. Immer mehr Menschen fliehen vor den Kämpfen in Syrien, vor allem ins nördliche Nachbarland Türkei und nach Jordanien. Nach Angaben der Vereinten Nationen haben bisher etwa 120.000 Syrer ihr Land verlassen. Das Internationale Rote Kreuz kündigte an, Teile seines Teams aus der Hauptstadt Damaskus aus Sicherheitsgründen abzuziehen. Aus Damaskus Jörg Armbruster. In der Altstadt von Damaskus dürft ihr drehen, hatte man uns im Informationsministerium beschieden. Also nicht in den zerstörten Stadtteilen der Hauptstadt, nicht bei Freitagsdemonstrationen, die es auch heute wieder gegeben hat. In der berühmten Umayyaden-Moschee sollten wir drehen, weil hier alles friedlich blieb. Wusste doch jeder, dass draußen der syrische Geheimdienst wartet. Mehrheitlich diese Antworten. Wir sind dabei, diese Verschwörer zu besiegen, sagt der linientreu. Aber auch solche Überlegungen hörten wir. Die Soldaten sind unsere Söhne, aber auch die der freien syrischen Armee. Die beiden sollten sich nicht töten, sie sollten zusammen die Probleme lösen. Die meisten Geschäfte der Hauptstadt sind geschlossen. Es ist Freitag, es ist Ramadan, es ist aber auch Krieg. Lebensmittelpreise, so erzählt man uns auf diesem kleinen Markt, haben sich in der letzten Woche verfünffacht. Das teuerste Ramadan seit Jahren. Die Menschen kaufen nur noch das Notwendigste und auch davon nur die Hälfte. Sie haben Angst vor der Zukunft. Das Informationsministerium wird dies nicht gerne hören. Seine Propaganda predigt, wir sind stark und kämpfen erfolgreich gegen Terroristen.
Dass es unsere Bewegungsfreiheit derartig einschränkt, zeigt uns, es fühlt sich nicht sicher. Große Nervosität ist hier spürbar. Immerhin wird in Vororten von Damaskus noch gekämpft und in Aleppo steht die Entscheidung erst noch aus. Serbien hat eine neue Regierung. Zum Ministerpräsidenten wählte das Parlament nach 12-stündiger Debatte den Sozialisten Dačić. Er war in den 90er Jahren Sprecher des inzwischen verstorbenen Machthabers Milošević, der vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal stand. Dačić sagte nach seiner Vereidigung, man solle sich der Zukunft zuwenden und die Vergangenheit ruhen lassen. Auf dem Balkan sei genug Blut geflossen. Der 46-Jährige führt eine Koalition aus Sozialisten und Nationalisten. Das soziale Netzwerk Facebook bereitet seinen Anlegern wenig Freude. Die Aktien des Internetkonzerns fielen heute auf einen neuen Tiefstand. Sie brachen um 12% ein. Grund sind Verluste im abgelaufenen Quartal. Das Online-Netzwerk, das erst im Mai an die Börse gegangen war, machte bislang ein Minus von umgerechnet 128 Millionen Euro. Der tiefe Fall der Facebook-Aktie. Er begann mit der nächtlichen Eröffnungsglocke in der New Yorker Technologiebörse. Die Aktie zwischenzeitlich mit Rekordverlust, nur noch 19 Euro wert. Schuld daran schlechte Zahlen. Denn schon zum Börsenstart musste Facebook-Chef Mark Zuckerberg Mitarbeiter auszahlen. Statt Gehaltserhöhung hatte er einigen Aktien zugesagt. Das belastet jetzt die Bilanz. Doch Experten von Online-Werbefirmen, die mit Facebook Geschäfte machen, sehen vor allem eine große Herausforderung, den Smartphone-Markt. Zurzeit sehe ich ganz klar das Problem im mobilen Bereich, dass Facebook dort zwar gute Ansätze hat, aber noch nicht die Reichweite erzielen kann, die sie haben müssen. Da gehört auch die mobile Werbung dazu. Dort muss Facebook noch einiges arbeiten, um dort bessere Sachen anzubieten. Facebook wächst zwar stetig, aber die neuen Nutzer verursachen Kosten und bringen kaum Umsatz. Denn das Unternehmen verdient sein Geld mit personalisierter Werbung. Viele surfen aber mittlerweile vor allem vom Handy aus. Hier ist kaum Platz für teure Anzeigen. Das Geschäftsmodell Facebook auf dem Prüfstand. Wir erwarten in den nächsten 6 bis 12 Monaten, dass Facebook einen neuen Takt anschlägt, gerade im Hinblick darauf, mehr Geld zu verdienen. Und so muss Facebook sich wohl wieder einmal neu erfinden. Die Anleger erwarten, dass es dem Unternehmen gelingt, mehr Geld aus den Profilen seiner Nutzer herauszuholen. In Russland vernichten erneut Brände große Waldflächen. Betroffen sind 11 Regionen. Rund um die sibirische Großstadt Tomsk riefen die Behörden den Notstand aus. Der Flughafen wurde wegen Smog gesperrt. Es soll Tote und Verletzte gegeben haben. In Sibirien herrscht seit Wochen eine Hitzewelle. Die Menschen im westsibirischen Tomsk leiden schon seit Tagen an Atemnot und Kreislaufbeschwerden. Die 500.000 Einwohnerstadt eingehüllt in den Rauchnebel der brennenden Wälder. Die Sonne ist nur durch dichten Smog zu sehen. Der Flughafen musste gesperrt werden. Wieder brennen in Russland die Wälder lichterloh, im dritten Sommer hintereinander. 15.000 Hektar Wald stehen in Flammen, nur schwer erreichbar für die Feuerwehr in dünn besiedeltem Gebiet. Die große Trockenheit der letzten Wochen, einer der Gründe für die Katastrophe. Aber Experten machen auch die Regierung mitverantwortlich. Die hatte die Zahl der Waldhüter und der Überwachungsflüge vor ein paar Jahren drastisch reduziert. Russlands Regierungschef Medvedev sprach heute von einer Notstandssituation in 11 Regionen des Landes. Es gab schon Tote und Verletzte. Die Lage ist außerordentlich gefährlich, sagte Medvedev. Vor 2 Jahren erst wüteten heftige Wald- und Torfbrände rund um Moskau. Tausende Menschen starben damals, wochenlang ächzte Russlands Hauptstadt unter dem Smog der Feuerbrunst. Langsam wird das riesige Ausmaß der diesjährigen Waldbrände sichtbar. Umweltschützer kritisieren, man habe nichts aus der Katastrophe von damals gelernt. Die Sommerhitze in Deutschland hat heute noch einmal einen Höchstwert erreicht. In Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz wurden 36 Grad gemessen, so viel wie noch nie in diesem Jahr. Auf der Suche nach Abkühlung flüchteten viele Menschen aus den Städten, wie zum Beispiel an den Langener Waldsee in der Nähe von Frankfurt am Main. Mit der Hitze ist es aber fürs Erste vorbei. Dazu jetzt die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 28. Juli. Kühlere Luft strömt zu uns. Sie prallt auf heiße Luft über Mitteleuropa. Schauer und Gewitter sind die Folge, die uns aktuell von Westen immer mehr betreffen. Es gelten Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes.
In der Nacht sind dann vor allem im Westen und Norden einige unwetterartige Schauer und Gewitter unterwegs. Im Osten und Südosten ist es am Tag noch freundlich, später dann aber auch dort, wie bereits im übrigen Land, neben Sonne mitunter dichte Wolken mit Schauern und Gewittern, die örtlich unwetterartig ausfallen können. Der Wind wird mäßig bis frisch, bei Schauern und Gewittern schwere Sturmböen, auch auf den Bergen muss mit Sturmböen gerechnet werden. In der Nacht 22 Grad an der Spree, 14 Grad im Allgäu. Am Tag 19 Grad an der Nordsee und bis zu 34 Grad in der Lausitz. Auch am Sonntag sind einige Schauer und Gewitter unterwegs, die vor allem im Südosten noch kräftig sein können. Neben dichten Wolken zeigt sich vor allem im Südwesten und in der Mitte die Sonne. Am Montag Sonne und Wolken, hier unter Schauer, vor allem im Norden. Am Dienstag ist es meist freundlich. Um 21.45 Uhr begrüßt sie Tom Buro zu den Tagesthemen. Er zeigt, wie die Olympischen Spiele in London aus dem Startblock kommen. Und er fragt, ob die Bundesregierung heute eine Wende in Sachen Eurohilfe vollzogen hat. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.